Wir hören im Folgenden kurze Grußbotschaften, und zwar von den Kooperationspartnern des Symposion Dürnstein. Es wird dieses Symposion von der, wir wissen es, Niederösterreichischen Forschungs- und Bildungsgesellschaft gemeinsam mit folgenden Kooperationspartnerinnen veranstaltet: der Donau-Universität Krems, Karl-Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften, der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien-Krems, Stift Herzogenburg und Kulturamt Krems. Wir starten mit Doris Denk, Bereichsleiterin für Bildung und Kultur der Stadt Krems. Wir haben ihr die Frage gestellt, welche Relevanz der Geschichte, der Stadtgeschichte für die Bildung zukommt. Die Dominikanerkirche Krems ist einer der schönsten Veranstaltungsräume in Niederösterreich. Und deswegen wären wir natürlich auch gerne Gastgeber gewesen für das Symposium Dürnstein. Das hat dann irgendwie nicht funktioniert in dieser so seltsamen Zeit. Was uns hier momentan besonders zum Staunen bringt, das sind die eben restaurierten Gewölbefresken. Sie sind ein wunderbarer Gegenbeweis für das hartnäckige Stereotyp vom finsteren Mittelalter, was hier an Formen, Vielfalt und Farbenpracht zu sehen ist, ist fast nicht zu übertreffen, vor allem wenn man weiß, dass diese Malereien schon weit mehr als 700 Jahre alt sind. Und was wir jetzt auch wissen, ist, wie damals technisch die Arbeiten ausgeführt wurden und wie innovativ man damals an die Sache herangegangen ist. Und dieses Wissen um historische Zusammenhänge, das geben wir auch gerne weiter. Und das tun wir auch mit dem Museum Krems. Und wir sehen das Museum nicht nur als Kultureinrichtung, sondern vor allem auch als Bildungseinrichtung. Und wir freuen uns über junges Publikum und über die Zusammenarbeit mit Schulen. Und wir wollen junge Menschen, Kinder, Jugendliche bestärken, dass sie sich kritisch mit der Welt auseinandersetzen, dass sie neugierig sind und sie auch ermutigen, kreativ zu sein. Und auf diese Weise versuchen wir, einen Beitrag zu leisten mit Kultur, mit Geschichte, mit Stadtgeschichte zu einem sinnerfüllten Leben. Friedrich Faulhammer ist Rektor der Donau-Universität Krems. Ihm haben wir die Frage gestellt: Was ist das Besondere am Bildungskonzept der Donau-Universität Krems? Wir als Universität für Weiterbildung hier in Krems, wir betreiben wissenschaftliche Weiterbildung. Und das Besondere an der wissenschaftlichen Weiterbildung ist, dass sie forschungsbasiert angeboten wird. Und insofern unterscheiden wir uns ganz deutlich von anderen Weiterbildungseinrichtungen. Forschung macht bei uns den entscheidenden Unterschied. Und hinzu kommt noch, dass unsere Studierenden bereits über ein hohes Maß an Berufserfahrung verfügen, wenn sie an unsere Universität kommen. Und diese Verbindung von dem hohen Erfahrungswissen mit wissenschaftlicher Kompetenz ist ein ganz besonderes Merkmal unserer Universität. Wie sieht das Bildungsideal der Karl-Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften aus? Rektor Rudolf Mallinger beantwortet im Folgenden eben diese Frage. Die Karl-Landsteiner Universität ist schon längere Zeit Partner beim Symposium Dürnstein, und natürlich Bildung ist ein Grundnahrungsmittel, das ist selbstverständlich. Aber die Frage ist nur, wie ist dieses Ideal Bildung in der Gesellschaft verankert? Und Sie fragen mich jetzt, wie ist dieses Bildungsideal in einer tertiären Bildungsanstalt wie der Karl-Landsteiner Universität verankert? Nun, dazu gäbe es sehr viel zu sagen, dafür fehlt mir allerdings die Zeit. Was ich dazu sagen möchte, ist, dass sich Bildung nicht in Wissensakquisition erschöpft, und das ist ein ganz ein wesentliches Statement auch in der Karl-Landsteiner Universität. Und wenn man die Curricula
der Karl-Landsteiner Universität anschaut, dann wird man merken, dass das vielschichtig ist und dass es dabei eben nicht nur um Wissensakquisition geht und auch nicht nur um das Erlernen von Fertigkeiten, wie es für Medizin und auch für die Psychologie wichtig ist, sondern eben auch um Bildung in einem umfassenderen Sinn, um das Lernen, um das Vernetzen können von einzelnen Bildungsinhalten, um zu wissen, was man tun muss, um sich in einem bestimmten Bereich weiterzubilden und entscheidend, um aus einem Grundnahrungsmittel auch ein Genussmittel zu machen. Und aus jedem Grundnahrungsmittel kann man Genussmittel machen. Das heißt, Bildung so zu verstehen, dass es Spaß macht zu lernen und sich weiterzubilden. Das wäre ganz grob umrissen das Bildungsideal meiner Universität und nebenbei auch mein privates und persönliches Bildungsideal. Wie gehen Bildung und Religion zusammen? Ist das Stift Dürnstein ein Ort der Bildung? Der Propst des Stifts Herzogenburg, Petrus Stockinger, hat Antwort darauf. Dass Klöster Orte der Bildung sind, das ist vielen Menschen ja bekannt. Sie denken da oft daran, dass Klöster ja oft Schulen unterhalten haben und dass es ja natürlich für den Alltagsbetrieb eines Klosters notwendig ist, auch einen gewissen Bildungsgrad der Mitbrüder aufweisen zu können. Tatsächlich aber geht der Bildungsbegriff eines Klosters viel weiter. Es geht ja auch um Herzensbildung, damit überhaupt eine Gemeinschaft von Menschen zusammenleben kann. Oder wenn ich an das Stift Herzogenburg denke, dieses Haus existiert seit mehr als 900 Jahren ohne Unterbrechung. Sich immer wieder diese Tradition aufs Neue anzueignen und sie in die Zukunft weiterzutragen, das ist auch ein Akt der Bildung. So ist offensichtlich, dass Bildung ein sehr weiter Begriff im Kontext zu einem Kloster ist. Und es freut mich sehr, dass das Symposium Dürnstein sich in diesem Jahr in breiter Weise diesem Thema widmet. Es folgen zwei weitere Grußbotschaften. Die erste von den zwei: Sehr geehrter Herr Vizerektor der Kirchlich-Pädagogischen Hochschule Wien-Krems, was ist das Menschenbild, das die Bildung an der Kirchlich-Pädagogischen Hochschule Wien-Krems ausmacht? An der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule beschäftigen wir uns intensiv mit der Frage nach dem Menschenbild. Das hat zum einen mit der kirchlichen Trägerschaft zu tun, zum anderen mit dem Kerngeschäft der Hochschule: der Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung von Lehrpersonen aller Schularten und Altersgruppen. Basis unseres Tuns ist das christliche Bild vom Menschen. Wir sind der Ansicht, dass Bildung auch eine religiöse Dimension hat. In dieser kommen die Fragen nach dem Sinn, nach dem Woher, dem Wohin und dem Wozu wesentlich zur Sprache. Unsere Kompetenz ist der qualifizierte Umgang mit Vielfalt. Wir begreifen jeden Menschen als einzigartig, mit individuellen Begabungen ausgestattet und mit dem Recht auf Förderung dieser Begabungen. Ziel ist die Stärkung der eigenen Identität und die umfassende Entfaltung der Person in intellektueller, spiritueller und emotionaler Hinsicht. Der Mensch ist aber auch soziales Wesen, mit dem Bedürfnis nach Teilhabe an der Gesellschaft. Leben in einer heterogenen Gesellschaft erfordert Akzeptanz und Wertschätzung sowie den respektvollen Umgang miteinander. Es geht uns darum, jungen Menschen zu helfen, Verantwortung für sich zu übernehmen, sowie Verantwortung für die Umwelt in allen Deutungsformen von Nachhaltigkeit. In der didaktischen Arbeit kommt daher dem Prinzip der Individualisierung und Differenzierung, dem selbstgesteuerten und dialogischen Lernen, besondere Bedeutung zu. Zentral ist die Diversitätskompetenz unserer Studierenden, die sie künftig benötigen, um Schülerinnen mit unterschiedlichen individuellen, kulturellen und sozialen Ausgangslagen bestmöglich zu fördern. Sehr geehrtes Publikum zu Hause, liebe Ehrengäste hier im Saal, wir sind bei der letzten Grußbotschaft angelangt, und zwar bei der Grußbotschaft der Schirmherrin der Veranstaltung, bei der Grußbotschaft der Landeshauptfrau Johanna Mickel-Leitner.
Liebe Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger, meine sehr verehrten Damen und Herren, gerade in dieser herausfordernden Zeit freue ich mich, dass das Symposium Dürnstein zumindest virtuell stattfinden kann. Sie haben dafür den Titel Lebensmittel Bildung gewählt. Und Bildung ist in der Tat Lebensmittel. Und nicht nur das. Bildung ist auch die Basis allen Fortschritts. Ein Fortschritt, der Hand in Hand mit den neuen Technologien geht, der ein enormes Potenzial bietet, gleich ob in der Wirtschaft, im Lebensalltag der Menschen oder in der Schule, wo Distance Learning und Homeschooling an der Tagesordnung stehen. Neue Technologien können aber auch verunsichern. Und daher gilt es auch hier, alle Generationen mit an Bord zu holen. Von den Schulkindern bis zu unseren Landsleuten im hohen Alter. Geschätzte Damen und Herren, hier gilt es im Rennen um die besten Ideen und um die beste Bildung für unsere Kinder zu reflektieren, zu lernen, zu debattieren. Und daher wünsche ich Ihnen ein impulsreiches Symposium Dürnstein 2021. Bleiben Sie gesund und alles Gute.